Sag mal, irgendwas piept in meinem Ohr. Okay, so. Mein Test, Folge 18. Ja. Okay, wir sind gerade auf der Fährte nach Fleisch. Nein, nach roten Blumen. Wir brauchen zwei rote Blumen bzw. zweimal rote Farbe. War alles nur gelb und blau. Schade eigentlich. Ich werde mal hier J rausnehmen. Dieses normale Schnelllaufen reicht vollkommen aus. Hier Super Speed, da ist bloß zu gefährlich, da ist er noch, du Scheiße. Wer baut denn so ein Dreck? Ich meine, hä? Ihr habt nichts gegen Häuser, ja? Ihr habt auch nichts gegen eckige Häuser, aber das ist Dreck. So. Ah ja, ich sehe dich genau. Ich weiß genau, was du vorhast. So. Rote Blumen, wir brauchen rote Blumen. Wo gibt es hier rote Blumen? Hallo, rote Blumen. Also wir hätten schon mal Äpfel. Mann ey, rote Farbe. Ah, da habe ich nichts Rotes dabei. Ich hätte mal vielleicht mal in mein Inventar leer machen sollen, bevor wir losgelatscht sind, hä? Weißt du was, wenn ich schon mal unterwegs bin, kann ich ja nebenbei noch hier bei Apple einsammeln, ne? Schadet ja keinem. Wenn wir eh schon dran vorbeikommen. So was mache ich ja am besten auch gleich mal weg. Ein bisschen Forster spielen, da kommen wir nicht rüber, oder? Kommen wir da rüber? Da sieht schlecht aus. Ich könnte jetzt eine Brücke bauen, habe ich aber keine Lust drauf. Von daher lassen wir das einfach mal. Gut. Achso, da geht es ja auch nicht weiter. Aber bitte gehen wir mal hier wieder zurück. Wobei, da geht es auch nicht allzu weit, oder? In die Richtung dürfte es auch nicht allzu weit gehen. Ah, mal gucken. Das werden wir ja sehen. So. Was ist das da für ein... Wow. Ich sag dazu lieber nichts. Doink. Ja, Digga, da geht's auch nicht weiter. Ah, gut. Das ist ja traurig. Hier sind auch wieder nur gelbe Blumen. Oder orange. Keine Ahnung, ob das gelb oder orange darstellen soll. Also, das soll orange sein, das weiß ich natürlich. Aber die Frage ist, ob da auch orange Farbe dann rauskommt. Oder ob das nicht gelb ist. Ach, geht ja doch so ein bisschen so. Ach nee, ist nur so ein innerlicher Wutausbruch. Boah, Alter, viele Blumen sind denn hier? Vor allem alle die gleiche Farbe. Ist ja richtig hier, ist ja richtig hier. Oh Gott. Noch mal ein bisschen rennen. Ne? Keine Schaden hier. Sonst laufen wir hier noch bis Ostern. Ach ja, stimmt, die Blumen wachsen ja auch nach. Wahrscheinlich sind da deswegen so viele, weil die immer nachwachsen. Ist natürlich blöd, wenn die nur in der Farbe nachwachsen, wie sie vorhanden sind. Ich meine, klar, es ist zwar logisch, weil wenn man nur Tulpen hat und die sich natürlich dann verpustet blühen, ja, ist natürlich klar, dass daraus nicht nur Tulpen werden. Von daher ist das schon natürlich so, klar, aber damit wird natürlich so eine überkultivierte Fläche hier noch überkultivierter, mit einer Farbe. Und man kommt so sehr schwer an neue Farben ran. Dankeschön. Boah, Alter, schon wieder Äpfel. Ja, dankeschön. 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 So. Was? Oh. Ja, das ist das Problem mit dieser Speed-Taste, das verbraucht natürlich auch relativ viel Nahrung, anders als in meinem Klo. Ich bin sowieso der Meinung, das Essen vergeht hier in meinem Test
viel zu schnell. Also ist ja nicht meint, sondern ist ja dieser Hunger-Mod, Hunger-Mod. Hungry-Mod. Ich muss gerade überlegen, wie Hunger auf Englisch heißt, aber eben ist ja Hungry. Wobei Hungry ist eigentlich nur hungrig. Das heißt ja nicht, dass Hunger auch so bedeutet. So heißt. Ah, mein Englisch in alle Ehren. Können wir vielleicht mal ein paar rote Blumen finden oder sowas? Ne? Ich werf mal. Aha, hier haben wir wieder ein paar blaue Blumen. Auch nett. Gott, normalerweise gibt es die roten Blumen relativ häufig. Irgendwie haben wir mal wieder einen Map-Seed auch erwischt, der. Naja, ein bisschen geizig ist, was das angeht. Ah, wir haben wieder ein paar Äpfel. Wir werden uns so hart verlaufen. Das weiß ich jetzt schon. Ich meine, ich weiß, in welche Richtung wir ungefähr müssen, weil wir laufen relativ gerade. Von daher, wenn ich mich an meine Orientierung halte, quasi festklammere, dann müsste doch wieder zurückkommen. Und zwar einfach immer in diese Richtung da hinten. Dann müsste unser Zuhause liegen. Aber man weiß ja, wie schnell man sich verlaufen kann, ne? Vor allem dadurch, dass ich ja oben überhaupt die Daten alle überhaupt nicht anhabe, ne? Genau deswegen, damit das ein bisschen realistischer ist. Da muss ich also aufpassen. Wobei, ich weiß nicht, ich keine Ahnung, ob wir einen Homepoint gesetzt haben. Dass wenn wir wirklich komplett verlaufen, ich dann einfach mich zurück teleportieren kann. Ansonsten sind wir nämlich ziemlich am Arsch. Ich meine, wir bauen jetzt so ein schönes Haus. Gut, okay, noch ist es nicht schön. Aber es soll ja was Schönes werden. Und gut, jetzt habe ich mal Lieder mit Blumen. Wäre es ja auch blöd, wenn dann, wir da nie wiederkommen. Siehst du, wir müssen uns mal ein bisschen Fleisch backen hier. Das reicht auch zumindest etwas länger als hier die Äpfel. Also, weil so ein Apfel, der filtert nur einen Apfel auf. Ah, rote Blumen! Ja, leckst mal doch an der Eier! Rote Blumen, wir sind gerettet! Das Jagdrevier hat. Oh. Ein Dungeon, ich habe ein Dungeon gefunden. Gut, wir nehmen einfach mal ein paar von diesen roten Blumen mit, dann können wir nämlich auch bei uns aussetzen. Das war's schon, wenn nicht. Achso, hier geht's noch weiter. Wir haben keine Fackeln dabei, oder? Nein, wir haben keine Fackeln dabei. Na, Halleluja. Ich sehe einen Scheiß. Okay, wir brauchen Kohle. Diesen Dungeon will ich jetzt auseinandernehmen. Ich möchte. Ach nein, dann ist ja gleich mal ein bisschen Gestein. Vielleicht haben wir doch gleich Kohle. Wenn uns das gekollt ist. Ach. Pustekuchen, wofür gekollt. Wer so dumm in ein Schlund fällt, der hat definitiv kein Glück. Ach du Scheiße. Ja, hier ist Kohle. Wir haben keine Hacke dabei. Ach Scheiße. Wir haben viel zu viel Scheiße dabei. Scheiße. Versuchen wir. Versuchen. Da, Eisen. Da. Ah komm, wir machen uns jetzt erstmal hier ein bisschen Platz hier. Das ist ja hier überkultivierte Kacke. Und nein, erstmal. Ach komm, jetzt mach eine hier. So, erstmal die Blumen. Ach, jetzt aus einer Blume bekommen wir gleich viermal Farbe. Haben wir Rucksäcke dabei? Nein, wir haben keine Rucksäcke, muss ich immer suchen. Vielleicht sollten wir doch noch ein bisschen Baumwolle anpflanzen, damit wir uns auch mal besser Rucksäcke bauen können. Gut, das da. Und dann das da. Danke dafür, Herr Bladi. So, und jetzt. Och komm, ey, das ist doch jetzt mal der Ernst hier. Oh, das ist Alter. Leck mich, ich versuche hier mein Inventar aufzuräumen und dafür wird es immer nur voller. Scheiße. Ja, wir haben Fackeln. Fuck. Komm hier, raus damit. Brauche ich nicht. Raus damit, brauche ich nicht. Was tue ich eigentlich für eine Scheiße? Ah, brauche ich auch nicht.
Oh, es bleibt jetzt mal Kohle abbauen. Brauche ich zwar nicht mehr, aber egal. Komm, hier, fuck off, jetzt raus hier. Ich will nicht mehr länger bleiben, ey. Kränkung hier. Danke. Oh, hier. Ding müsste hier drauf gewesen sein. Ja, da, da. Na komm. So, Fackeln. Hallo, wohnt hier einer? Hallo, wohnt hier einer? Was? Nichts? Gar nichts? Keine Kisten? Keine Kisten? Gar nichts? Du wolltest mich doch ärgern. Mann, oh, ich will Schätze haben. Ich will reich werden. Ich hab's doch meiner Mami versprochen. Gut, na dann, ab nach Hause. Ist mir gerade alles bis zu blöd. Yay! Wow. Wow, du Scheiße. Boah. Okay, mal nicht übertreiben hier. Muss ja nicht sein. So, jetzt mal hier die Äpfel wieder reinpacken. Ja, muss man ein bisschen essen können. So, und jetzt ab die Post. Doink. 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 Scheiße, war falsch. Doink. Hä? Ach da, wow. Doink. Doink. Das war ja wieder typisch, Alter. Doink. 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 Ups. Guck mal, wie viele Blumen das sind. Alle nur orange. Gibt's doch gar nicht. Völlige Überbevölkerung hier. Hier gibt's ja fucking Schafe. So, okay. Wow, jetzt die Unterweite gewachsen. Jetzt. Gefällt mir nicht wirklich. So, unser Haus müsste irgendwo da in der Richtung sein. Da ist der Wald. Da müsste unser Haus in die Richtung da unten sein. Aua. Oh, achso. Ja. Ja, deswegen, das Rennen, das verbraucht hier unglaublich viel Energie. Das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Ich meine, das hier, das war ein Jogging-Trip von, weiß nicht, von 2 Stunden. Welcher Mensch, der 2 Stunden rennt, hat danach jetzt wieder so viel Knast, dass er, weiß nicht, sein ganzes Leben essen könnte? Was ist denn hier los? Hä? Okay. Hallo? Oh. Ja. Das, war jetzt... Weiß einer zu vielleicht, in welche Richtung unser Haus war? Also ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, das gibt's doch gar nicht, Alter. Oh Gott. Oh, Metallleiter. Ah, ja schön. Ja, das hier ist ein Gebäude von Master Warcraft. Die sieht man hier unten links. Master Warcraft. Geiler Dude. Und der hat hier auch in der Welt ein kleines Haus gebaut. Allerdings ist das wirklich noch relativ klein. Na, hier ist nicht allzu viel. Ist ja leer. Arschloch. So. Ich weiß gar nicht, können wir hier bauen? Haben wir die Berechtigung dafür? Briefs. Ja, wir haben Berechtigung dafür. Ah, scheiße. Lassen wir lieber alles in Ruhe. Nicht, dass das heißt, Cheater! Der hat alles kaputt! Oh. Alles kaputt gemacht hier. Sieht so aus wie ein Stück Scheiße, sieht der hier aus. So, okay, welche Richtung ist unser Haus? Ich habe keine Ahnung. Fuck, Alter, welche Richtung war das Haus? Das gibt's doch gar nicht. Ich versuche erstmal ein bisschen rumzulaufen. Vielleicht
Da oben sind schon mal so Bäume. Das könnte schon mal die richtige Richtung. Was ist denn hier? Ein Feld. Ein kleines süßes Feld. Ah, interessant. Ich hoffe mal, das geht hier so ungefähr in die richtige Richtung. Eigentlich wird man sehr selten im Inventar, wenn man stirbt. Habe ich nämlich letztens geändert. Habe ich irgendwo schon, auch schon erzählt gehabt. Die Änderungen. Ach Gott, Alter. Nee, hier bin ich definitiv falsch. An so einer Stelle kann ich mich echt nicht erinnern. Ah, ja, jetzt muss ich wieder berg. Hier ist wirklich nichts. Ach, ja. Ah, ja, wow. Wow. Vollkommen verlaufen. Ja, Gott, das wird ein Albtraum. Ach, 33 Löffel haben wir noch. Das wird ein Spaß. Oh Gott, ich will raus. Ich will nicht mehr leben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wieso läufst du rückwärts? Wer macht denn sowas? Kackstift. Oh Scheiße, Alter. Ich hätte gerne mal eine erhöhte Position, von der aus ich mir mal einen Überblick verschaffen kann. In der Hoffnung, dass ich dann mal wieder ein paar Sachen wiedererkenne. Oh Gott. Trauma! Trauma! Du bist meine Opferung. Meine Opferung. Ja, vergern was. Also, hier haben wir Bäume, die mir nicht bekannt vorkommen. Heißt also, wir sind hier auch noch relativ falsch. Katze muss leider sterben. Wow, was war das gerade? Oh Gott, Alter, das wird ein Horror. Oh, wir laufen einfach mal in die Richtung hier. Vielleicht finden wir hier unser Haus wieder. Noch mehr gelbe Blumen. Also irgendwie hat dieser Seed auf jeden Fall mit gelben Blumen. Das steht da mal klar. So, da hinten ist was bereits vorgerendert. Vielleicht ist das unser Haus. Vielleicht hat sich die Map damit gerade verraten. Ja, hier sind wir richtig, hier sind wir richtig. Das ist genau die Gegend davon. Ja! Holy moly, what the moly, what the fuck? Okay, wir müssen jetzt noch dahin zurück. Ja, hier sieht doch gut aus. Geronimo. Das gibt's doch gar nicht. Oh wow. Ja, ich dachte schon, wir sind gleich wieder tot. Okay. Wir haben's geschafft. Ha! Bin ich King oder was? So, hier können wir auch gleich hoch. Da. Na komm, komm, komm. Weiter. So, dann müssen wir hier hoch. Da. Fuck. Da können wir hoch. Yay. Holy moly, Alter. Das war ja wieder eine Aktion, ja. Eine Aktion der dritten Generation. So, hier haben wir auch diverse orange Blumen. Interessant. Vor allem, die kultivieren sich hier nicht neu. Die bleiben hier verfährt sich keiner drumherum an. Ist hier interessant. Nein, wie gesagt, ich pflanze mal hier ein paar rote Blumen hin. Dann haben wir hier bei uns in der Nähe gelbe, orange und rote Blumen. Wer weiß, vielleicht wird ja daraus doch noch was. Ne? Kommt hier einfach so. Hey, ich hab noch eine. Lol. So, okay. Erstmal hier ein bisschen Inventar abräumen. Also du kannst weg. Achso, nee, einen brauche ich ja. Als allererstes kommt das ganze, der ganze Sand hier weg. Den brauche ich gar nicht. Der Schwachsinn. Du kommst auch erstmal weg. So, wo ist meine Grünzeugkiste? Hier. Da. Und da. Gut, jetzt habe ich ein bisschen Platz. Jetzt kann ich hier mir mein Bett bauen. Eins, zwei, drei. Dankeschön. Wuhu, unser Bett. Yay! Ich schmeiße es erstmal hier hin, weil hier ungefähr war es ja geplant. Wir können auch nicht ins Bett, nein. Status. Ach so, es bin nur ich. Es ist nur ich. Ne? Ach, ich bin halt alleine und so. Bam. 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 So. Sehr schön.
Ein bisschen hacken, das muss sein. Sonst bin ich doch im Leben so allein. So, genau. Wir haben jetzt Holz, haben wir. Bett haben wir jetzt auch. Die Farbe kann auch hier rein. Die brauche ich nicht hier rein. Die brauche ich auch nicht mehr. Wisst ihr was? Ich kann die ganze Kacke gleich mal in den Ofen schmeißen. Genauso wie die ganze Kacke. Kommt mal alles direkt in die Ofen gepfeffert. Danke. So, die Hälfte kommt hier rein. Die andere Hälfte kommt da rein. Und dann gib ihm. So, wir gehen mal weiter ein bisschen Holz abpacken. Damit wir dann in der nächsten Folge dann anfangen können, das Dach weiter einzurichten und dann den Boden einzuziehen. Gutes altes Fichtenholz, Quatsch, jetzt hier normales Holz. Da. Und. Schweinchen! Schweinchen! Bleib hier! Ich mach dich kalt. Ich mach dich Steak. Dankeschön. Wow, was haben wir hier ein? Ach komm. Schmeiß ich mal schnell noch mit in den Ofen rein und dann lasse ich die Schweine erstmal Schweine sein. Oh, Feierabend hier. So, hier war ich. Ist kein Holz mehr? Was ist hier los? Get out of my way! So, und dann noch ein bisschen Holz. So. So, hier ist nichts mehr, sehr schön. Gut, hätten wir. Können wir jetzt das ganze Plunder hier wieder einsammeln? Danke, danke. Danke, danke. Na komm. Ja, mach doch mal jetzt hin hier. Oh, da war hallo. Ich fühle mich wie so ein Besoffener, ey. So. Äpfel gleich mal ein. Achso, ich muss auch noch die Neubäume pflanzen hier. Sehr klug. Sonst guckt der Zukunft Ronix dumm aus der Wäsche, wenn er versucht, wieder Holz zu ergattern. Muss er denn wieder teuer importieren aus Sachsen-Anhalt? So, wir haben Stein, haben wir dabei. Da können wir mal gucken, wie das aussieht, so von der Textur her. Ich mache hier erstmal so eine kleine Fläche. So ein bisschen so, ich weiß nicht. Sieht halt so. Ich guck mal noch mal ein bisschen Cobblestone. Klären wir mal kurz die andere Ecke mal aus. Mal gucken, wie das aussieht. Wie gesagt, ich finde es halt so von der Textur her. Es sieht halt relativ langweilig aus. Steht da, was ich meine? Könnt ihr nachvollziehen? Könnt ihr? Könnt ihr euch ein Lied von erzählen, ihr könnt da, ne? Könnt da mal die Presse halten, ihr kleinen Bitches. Nein, bitte, da rein. So, der erste ist bereits fertig, sehr schön. Aha, ja, verstehe. Da rein. Du kommst jetzt einmal raus, dankeschön. Oh, du siehst gut aus.
Was wollte ich? Kommst du? Kommst du mitgenommen? Ja, nein, vielleicht, weiß ich doch nicht. Ja, nein, hab ich nicht. War doch klar. Das wäre wieder klar. Dann gucken wir mal, wie Cobblestone aussieht. Yay! Ah nee, das sieht tatsächlich noch behinderter aus. Tja, damit wäre denn die einzige Alternative vielleicht noch Holz. Dass wir wirklich einen Holzbrunnen reinziehen. Bin ich gerade echt überfragt. Holz, Gestein oder Koppel? Also Cleanstone oder Koppel? Ach Gott, ey. Ah komm, wir ziehen Holz ein. Wir ziehen komplett Holz rein. Nicht. Sowohl oben als auch unten jetzt denn. Das wird hier mit dem normalen Holz, das hier gar, mit dem Gestein. Das, nee. Außerdem ist es dann immer im Winter so kalt an den Beinen, wenn hier überall Stein ist. Ne, das ist ja auch nicht so schön hier. Brauchst du eine Bodenheizung, brauchst du da ja. Mal gar nicht, das geht ja in die Kosten, das ist ja immer klimafreundlich. Du musst ja auch an die Umwelt denken, ne? Na gut. Jemand, der an die Umwelt denkt und dann alles aus Holz macht, vielleicht nicht ganz so umweltbewusst, aber gut. Außer natürlich, er nimmt abgestorbenes Holz aus Bodenhaltung, ne? Dann geht es natürlich wieder. Das ist natürlich ein wow, wir haben 90 gekochte Schweinekotelett. Sie die Platz benutzen. So, kommt hoch hin. Jo, die alte Scheiße kommt hier komplett wieder rein. Bam, bam, bam. Alles für die Katz. Wir nehmen Holz. So. Jetzt wurde das auch geklärt. Gut, dann würde ich mal sagen, ja, genau. Was? Oh, ach, Scheiße. So viel zu dem Thema. Danke. Hä? Ach ja, links. So. Ja, wir machen dann Holz in der nächsten Folge. In dem Sinne würde ich mal sagen, falsche Taste, so, jetzt. Schau mit V.